So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Basmati Reviews und Far Cry 3 mit dem Strandbuggy. Geil, ultra geiles Teil. Freue ich mich drauf. Wir hatten letztes Mal ja probiert zu der Lisa zu kommen, die irgendwie entkommen konnte. Und da habe ich mich leider bei dem Haus vertan. Das ist nämlich ganz weit hier drüben und nicht hier oben, wie ich angenommen hatte. Aber das ist ja egal. Stützpunkt haben wir eingenommen. Und das ist ja die Hauptsache. Boah, das ist ein rasantes Teil. Sehr gut, perfekt. Wir hatten letztes Mal immer noch... Ich habe immer noch die gleichen Probleme. Ich wollte gerade fragen, ob die Probleme weg sind, aber nein, sie sind immer noch da. Und zwar habe ich Nachladeprobleme. Wenn ich schnell in der Map fahre, dann braucht die Map an einigen Teilen einfach zum Nachladen. Das ist auch nur beim Fahren so, so wie jetzt zum Beispiel. Und das ist echt ärgerlich. Kann so eigentlich nicht weiterspielen, aber ich möchte jetzt hier die dritte Folge noch fertig machen. Und da werde ich mich auf jeden Fall um das Problem kümmern. Sonst läuft das Spiel eigentlich echt flüssig mit 50 oder 60 FPS. Der Buggy, der lässt sich schon gut steuern. Okay. Bin ich irgendwie außerhalb von dem Gebiet? Ich fahr mal so ein bisschen auf vor. Oh, besser doch nicht. Wow. Ja, besser doch nicht. Offroad. Gut. Dann wird das so eine kleine Abenteuerreise. Weil ich gerade sehe. Oh. Ach, halb so schlimm. Miau. Schön ins Wasser gesprungen. Ich meine, wir sind ja auch immer hier auf der Insel für Urlaub zu machen. Das war zumindest der erste Gedanke. Ich hätte gern ein Boot. Ich habe keinen Bock darüber zu schwimmen. Das dauert zu lange. Das werde ich dann für euch skripten, denke ich mal. Wenn ich jetzt kein Boot finde. Das sieht nicht so aus. Da drüben? Da. Ja, sauber. Ich meine, ich will ein Boot und ich kriege ein Boot. Ja, geil. Okay, das klaue ich mir jetzt einfach, ist bestimmt nicht für mich gedacht. Ich hoffe mal, wie kann ich überhaupt einsteigen? Der Taste klettern. Ja, geil. Okay, das Ding ist jetzt auch alles andere als schnell. Aber es ist auf jeden Fall cool. Er macht schon richtig Spaß, ey. Ich freue mich schon auf den vierten Teil. Jetzt habe ich wieder diese Nachlader. Ich probiere echt, das in den Griff zu kriegen irgendwie. Okay. Oh nein, jetzt habe ich aufgesetzt. Ich muss irgendwie da hoch auf den Berg kommen, okay. Kleine Hütte. Ist hier wer? Da ist eine Kiste.
Geld. Wie auch immer der Nachtschicht hier gehört. Die haben ordentlich gepokert. Und überall ihr Geld liegen gelassen. Hey, das will ich auch noch. Mann! Okay. Okay, ich könnte auch da hinten im Turm mal erschließen. Weil dann hätte ich hier auch mehr Überblick über die Karte. Wäre bestimmt praktisch auf jeden Fall. Und ja, das glaube ich, das mache ich mal. Das da drin auch interessant aussieht. War leider keine Kiste zum Aufmachen. Oder? Doch, das ist eine Kiste. Okay, eine Perlenkette gefunden. Ich hoffe mal, der Turm hier wird nicht bewacht. Das hätte ich irgendwie noch so in Erinnerung gehabt, dass da manche Leute Türme bewachen. Okay, muss ich hochklettern. Perfekt. Sieht zwar schon so ein bisschen richtig morsch aus im Gegensatz zu dem anderen Turm. Aber ich vertraue dem jetzt einfach mal. Zap, 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 zap. Hier außen rum und die Treppe hoch. Dann hier innen rein und da nochmal hoch. Und dann sind wir auch schon da. Perfekt. Wunderschöne Aussicht, noch eine tolle Kiste. Und das Teil machen wir jetzt erstmal kaputt. Gib's ihm, Junge. Damit, genau. Jetzt bekommen wir hier wieder unsere schöne Kamerafahrt hier. Oh, das sieht aus wie ein Teleskop oder eine Kanone oder sowas, ich weiß es nicht. Okay, ein Schiffswrack. Hat man ja oft genug hier gesehen. Sauber. Coole Aktion. Jetzt haben wir hier ganz viele Seile in jede Richtung. Aber also es ist keins so richtig für mich dabei. Ja, doch, ich nehme das hier, weil da unten direkt ein Boot ist. Das war aber knapp. Zack. Okay, cool. Ja, schnapp ich mir das Bödel hier. Würde ich sagen, fahren wir hier rüber. Diesmal versuchen, nicht aufzusetzen. Dann laufen wir den Rest des Weges hier hoch. Vielleicht treffen wir noch das eine oder das andere Tier. Direkt geradeaus. Oh, jetzt muss ich wieder nachladen, natürlich. Okay, fertig. Ist auch die Frage, wie man hier hochkommt. Sieht eigentlich ganz schön aus noch hier. So einen kleinen Bach, Wasserfall. Dann hier so eine Klippe und das offene Meer. Und hier sieht man auch schon das Haus und die Villa.
Also ja, falls jemand weiß, was es hier auf sich hat mit dem Nachladen, der kann mir gerne Bescheid sagen, private Nachricht oder in die Kommentare. Und ja. Ich muss irgendwo hier hinten hin. Da rein. Das Gewächshaus. Und da wird es auch schon gespeichert und da gibt es die nächste Zwischenszene. Bunte Pillen. Boah. Gefällt Ihnen was davon? Auf jeden Fall. Ich persönlich mag ja die roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen. Okay, der ist richtig durch, der Professor. Der hat schon so einiges von seinen Experimenten bestimmt genommen, die auch schief gegangen sind. Hier. Sie ist also im Haus. Dann treten wir doch mal ein in die gute Stube. Mit Putzen hat er es auf jeden Fall schon mal nicht. Büchermarker. Was lag denn da rum? So, das ist der Schrank dafür, Waffen zu kaufen. Und da liegt sie. Schickes Zimmer. Passt zu ihrem Hautton. Ist auch so ein bisschen rosa. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Hat der Augen. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Nelo gibt die Brotdose mit Pillen drin. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Ja, sehe ich genauso. Oh mein Gott. Ein Parakleider. Richtig geil. Okay, wo soll ich suchen? Ich guck mal auf der Map nach. Den Klippen im Westen. Halt die Frage jetzt. Wo genau? Ah, Jason, ich bin da, ich weiß. Okay, ich hole das Teil jetzt einfach mal an. Gut ist. Wow, das lässt sich krass fliegen. Oh! Scheiße. Hab ich ja nochmal Glück gehabt. Knappes Ding. Okay, jetzt bekomme ich hier die Bestätigung. Das ist da oben. Ach Mist. Die hätte ich doch den Paraglider holen können. Ah, da laufe ich halt. Ist ja nicht weit. Was steht hier rum? So eine Pflanze. Ja, sauber. Das ist ja cool gemacht. Durch das Seilsystem kommt man ganz schnell hier runter. Die sind doch nicht im Westen. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt.
Zack. Ja, und wie es weitergeht und was ich in der Höhle erwarten kann, das werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.